Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Halloween Specials. Diesmal mit Obscure, einem Spiele im Style der alten Resident Evil Teile. Aber man spielt praktisch in einer Schule, wo dann Monster rumlaufen und geheime Sachen. Und das ganze coole, interessante hieran ist, das Spiel kam vor Resident Evil 5 damals raus und es war eins der ersten Spiele, sagen wir mal so, was ich mit im Stile von Resident Evil kannte, was auch einen Koop-Modus besaß, was ziemlich cool war. Und man hat halt mehrere Charaktere und diese Charaktere können auch wirklich sterben und demnach switcht man dann praktisch um auf andere auf den anderen Charakter und solche Sachen. Hierzu muss gesagt sein, ganz kurz, die Musik, die gleich kommt, wenn wir das neue Spiel starten, kann etwas lauter sein. Da war nicht schon mal vor, weil das Ganze hat, wie man hier sieht, leider keine Sound-Einstellungen. Und das Ganze ist übrigens die Steam-Version. Und der andere Punkt hierbei ist, ich weiß nicht genau, wie das mit den Musikrechten gleich beim Opening und alles aussieht. Demnach kann es sein, dass das Opening sogar weggeschnitten ist oder halt, dass ich die Musik rausnehme beim Opening und dementsprechend nur die Szene ohne Musik drin lasse. Aber ich starte das Ganze einfach mal, dann sehen wir uns gleich wieder. Okay, das erste, was mir auffällt, Untertitel aus. Die sind so asynchron. Ich weiß, dass das Spiel Untertitel hat, aber ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, dass es eine deutsche Synchronisation hatte. Kann auch sein, dass die sogar eingeführt wurde, müsste ich theoretisch mal nachgucken. Weil ich war der Meinung, dass bei meiner PlayStation-Version damals die Synchro auf Englisch war. Sind super. Wir machen nur Körbe. Aber wir wollen auch langsam mal nach Hause. Ich muss mich erstmal wieder mit der Störung einfinden. Verdammt! Das ist bestimmt Ashley. Oh nein. Ich hätte mein Handy ausschalten sollen. Hallo? Kenny, du wolltest anrufen oder hast du unser Date vergessen? Ashley, nein. Du solltest mich besser kennen. Ich bin gerade mit dem Training fertig. Muss noch kurz duschen, dann bin ich bei dir. Gut. Und sei diesmal pünktlich. Bis später, Baby. Okay, dann bis gleich. Hey, was? Wo ist meine Tasche? Tja.
So. Ich muss hier gerade den Timer einstellen, das vergesse ich irgendwie immer. So spät in der Schule. Das Ganze ist übrigens auch so wie so ein alter klassischer Schulhorrorfilm. Das ist ziemlich cool gemacht. Ich wusste nicht, dass hinter dieser Stahltür ein Garten ist. Und hier sehen wir, wir können jetzt das Klebeband nutzen und können die Pistole okay, mit der Taschenlampe kombinieren. Und das Ganze können wir dann boosten, denn macht das mehr Licht und schadet unter anderem einigen Gegnern. Als ob die Kakerlake da gerade verschwindet. Aber ich möchte kurz anmerken, wenn ich nachts in der Schule und da irgendwelche Geräusche hören wollte, ich wäre nicht mal. Egal wie cool dieser Typ doch ist, ist verdammt gruselig hier unten. Genau das. Was zum Teufel? Und hier sieht man die Boost-Fähigkeit. Mit der Temperaturanzeige. Ach, da unten war die. Woher kommt dieses Licht? Ja, was wohl hier überall drin ist? Wer weiß, wer weiß. Ich meine, spätestens jetzt würde ich abhauen. Aber nein, er ist sich ja zu cool. Er will ja seine Tasche haben, wo bestimmt irgendwie nur Müll drin ist. Nein, bitte nicht. Haben Sie doch Mitleid, nein. Wo zum Teufel sind wir hier überhaupt? Bitte nicht. Bitte, ich werde dir nichts tun. Hä? Oh, bist du auch drauf reingefallen? Worauf reingefallen? Kapierst du es nicht? Du musst dir verschwinden. Schnell. Okay, dann raus hier. Lass mich bitte nicht zurück. Auf keinen Fall. Er ist wahnsinnig. Versprochen. Und er ist jetzt unser Teamkamerad. Man könnte jetzt, ein zweiter Spieler könnte jetzt einsteigen, jetzt bin ich dieser Dan. Und jetzt kann ich den spielen, jetzt kann ich Kenny spielen. Und ja. Er hat hier immer eine Waffe versteckt. Wir müssen jetzt hier wieder raus. Weil jetzt erst merken wir, oh, da kommt ein Monster. Jetzt erst merken wir. Das schaffen wir nie! Schießen. Verlieren wir die Flüsse! Das ist viel zu stark! Verschwinden wir nicht! Ja, kommt hin. Los! Ich schieb den Camping weg! Schieb. Das. Ja, geil. Wenn ich jetzt Dan gespielt hätte bei... Wenn ich jetzt Dan gespielt hätte bei dieser Szene, dann wäre Kenny draufgegangen. Nein! Ja, Kenny halt überlebt. Weil ich habe damals auf Dan gewechselt. Kurz bevor ich da rein raus bin und demnach hat's Kenny denn erwischt. Los, erzähl schon. Wie war dein Date? Kenny ist letzte Nacht nicht nach Hause gekommen. War wohl eine wilde Nacht, oder? Von wegen. Wenn ich den Kerl erwische, ist der dran. Was war denn los? Hat mich versetzt. Es reicht mir langsam mit deinem Bruder. Aber wenn er nicht bei dir war,
Vielleicht ist ihm... Glaubst du, ihm ist was passiert? Und Josh? Wo ist Josh? Keine Trödelei. Der lässt uns keine Minute aus den Augen. Los, Beeilung! Mr. Garrison, Tore schließen. Zu spät komme in mein Büro. Ja, das Sonnenlicht ausnutzen, solange es da ist. Setzt euch bitte und seid still. Hey, Ladies, warum seht ihr so bedrückt aus? Kenny ist verschwunden. Du weißt nicht zufällig, wo er ist, oder? Nein, habt ihr ganze Nacht an meinem Film gebastelt. Seit gestern Abend hat ihn keiner gesehen. Ich mach mir langsam Sorgen. Ich hab's. Aliens haben ihn auf ihr Schiff gebeamt, ihn zu Experimenten missbraucht und dann gekillt. Josh! Hinsetzen, junger Mann. In Ordnung. Heute beschäftigen wir... Wir sollten die Polizei rufen. Was meint ihr? Hey, wenn er nicht auftaucht, treffen wir uns um 6 an der Cafeteria und suchen ihn einfach. Aber die Bullen sagen's meinen Eltern. Okay, genial. Mein erster echter Ermittlungsfall. Die Nickel immer so cool drauf sind und wenn dann was passiert, dann... Ach, nichts funktioniert in der blöden Schule. In 5 Minuten müssen wir eh los. Hör auf damit, Josh. Das nervt. Komm schon. Wir müssen unsere Ermittlung doch dokumentieren. Psst, da ist jemand. Verschlossen. Okay, das ist nur der Hausmeister. Aber wie sollen wir jetzt hier rauskommen? Tja. Ich habe eine alte Karte der Schule gefunden. Die können wir gut brauchen. Okay, los geht's. Mit bittest du dir zu helfen, eine andere Waffe folgen und was haben wir da auf? Okay, ich bin direkt hinter dir. Und Baseballschläger. Ich weiß. Hier ist noch was. Ich weiß das. Ist noch was? Ach so, ja. Hier ist noch was zu erledigen. Typisch mit Discs speichern wir. Draht. Und dann können wir jetzt die Tür knacken. Achso, bevor ich es jetzt wieder vergesse, ich habe die Auflösung schon komplett hochgestellt, aber das ist halt aufgrund der Älte des Spiels, ist halt der Rand so wie er ist. Blumen, Blusche, vieles. So, wen haben wir? Wir haben George, wir haben Shannon und wir haben Ashley. Ah, okay, da steht's. Drücke die Taste besondere Begabung, um einen Raum zu untersuchen. Dann sagt Josh, hier ist noch was zu holen. Shannon scheint Tipps zu geben. Und Ashley führt einen Spezialangriff durch. Und die anderen beiden, die wir spielen können, die haben wir ja gerade schon gesehen. Hinter dieser Tür. Keine Ahnung. Wir werden es wahrscheinlich früh genug rausfinden. Hier gibt's nichts mehr für uns. Karte. Schön ist, es zeigt uns an, welche Räume zu sind, welche offen sind. Hier gibt's nichts mehr zu holen. Es ist immer noch ein bisschen fummelig. Und wir machen uns total strafbar, indem wir einfach die Schule zerdeppern. Hier ist noch was zu erledigen. So. Bei den Renovierungsarbeiten ist ein Schraubendreher in dem Raum verloren gegangen. Bitte danach suchen, Mr. Garrison.
Okay. Eine Karte von Spanien. Oh. Und da ist der Schraubenzieher. Was zum Teufel ist bloß los hier? Ich will's gar nicht wissen. Es ist total... konnte ich nicht... Ja, es ist... Ich find's immer noch amüsant, wenn ich sehe, dass, Leute in, irgendwelche Geräusche hören, irgendwelche Monster, irgendwelche dummen Schatten an der Wand und irgendwelches schwarzes Zeug, was da rauskommt und ja, wir bleiben einfach hier und... Ist das ein Gestank? Ich bin ganz sicher, hier ist noch was. Okay. Es ist bei Horrorspielen oder Horrorfilmen immer toll. Spätestens ab einer gewissen Zeit würde ich abhauen. Aber woher kommt dieser Luftzug? Und hopp. Vielleicht öffnen. Hier ist es total dunkel. Vergiss es. Ich möchte anmerken, das, was gerade passiert ist, war ungeplant. Ich hätte nicht gedacht, dass man echt so viel Einblick bekommt. Aber okay. Und hoch geht's. Tür ist abgeschlossen. Ich bin ganz sicher, hier ist noch was. Da noch ein Schlüssel. Mein Hauptziel übrigens, warum ich auch so schnell mache, ich lege gerade Wert darauf, weil ich eine bestimmte Stelle zeigen möchte. Psst, mach doch nicht so viel Lärm. Ausgestellt vom Kabinett McSchmidt. Offizielle Bescheinigung über Werksabnahme. Öffentliche Gebäude, Privathalschule, Geldgeber Mr. Leonard Friedman, Mr. Herbert Friedman, generelle Unternehmen McSchmidt Association, das Architekt Richard McSchmidt. Gebäudereinigung mit den folgenden Bestandteilen: ein Hauptgebäude mit Klassenzimmern und Verwaltungsräumen, eine Bibliothek, eine Sporthalle, ein Schülerwohnheim, ein doppelter Speisesaal, Theater, Krankenstation und verschiedene Werkräume. Okay, ausgelesen ist es wohl doch ein bisschen. Das bin nicht ich. Sein Feuer. Die Tür muss von oben verschlossen sein. Jetzt können wir, glaube ich, nach oben. Okay, ich bin direkt hinter dir. Ich nehme mal schnell. Und jetzt geht's nach oben. Ich nehme Josh, ich muss. Oder kann ich die Waffe nicht geben? Geben. Bitte. Was ist das? Los, auf geht's! Und
Mr. Warden, was machen Sie hier? Ihr müsst hier raus. Schnell. Aber was ist hier los? Was sind das für Dinger? Ich weiß nicht. Aber ich werde die Behörden auf jeden Fall davon unterrichten. Lassen Sie mal sehen. Ach, nichts. Seht zu, dass ihr wegkommt. Nicht ohne Kenny. Er ist seit gestern Abend verschwunden. Kenny, geh zu Mr. Friedman. Zum Direktor? Aber alle Türen sind verschlossen. Ich mache euch die Schulhoftür auf. Ich muss noch was erledigen. Und nicht vergessen, das Licht. Na super. Ich muss echt sagen, ich feiere diese Szene so. Einfach, weil weil der Typ wirft noch mehr Mysterien auf, aber man ist einfach drin und er rettet einen gerade noch so. Das ist ziemlich cool irgendwie. Aber ja, Leute, die Horrorspiele kennen, werden wissen, was wahrscheinlich passieren wird. Beziehungsweise, ich weiß es selbst nicht. Weil es zu lang her ist, aber ich kann mir gut vorstellen, was passiert. Miss Ashley, wie verlief Ihr erstes Treffen mit den Kreaturen? Hau ab! Glauben Sie wirklich, Sie kommen lebend hier raus? Nerv mich nicht, okay? Ich ruf gerade die Bullen an. Und Sie, Shannon? Was sagen Sie dazu? Hör auf damit! Ich hab so schon genug Angst. Mist, die Batterie ist leer. Kein Wunder. Du filmst ja auch schon ewig. Das gibt's doch gar nicht. Und hat's geklappt? Blödes Handy. Ich hab keinen Empfang. Was machen wir denn jetzt? Wir haben keine Wahl. Wir müssen Friedman warnen. Natürlich haben wir keine Wahl. Wir werden hier. Was hier auch ein bisschen interessant dran ist, Ashley weiß davon, obwohl sie halt nicht bei uns war. Krankenstation, Speisesaal und Gebäude. Okay. Los, suchen wir Friedman. Er muss in seinem Büro sein. Dann ab zu Friedman und dann... Aber was ist das für Zeug auf dem Speicher? Friedman ist hier im Gebäude. Gott, was geht in dieser Wohnung? Hier sieht's ja schlimmer aus als bei mir. So, die cool. Die Schule geht eh zugrunde. Friedman ist hier im Gebäude. Jan. Die Steuerung ist ein bisschen hubbelig. Dann schauen wir mal schnell, ob wir Friedman noch finden. Bevor ich wieder 5 Stunden überziehe. Morgen hat irgendwas von euch gesagt. Scheiße, tut das weh. Das hier ist, glaube ich, etwas wichtiger. Das lese ich mal ganz kurz vor. Die Klassifizierung ist schwierig. Diese endemische Pflanze bringt mikroskopisch kleine Knospen hervor, die scheinbar nicht zur Fortpflanzung dienen, sondern möglicherweise neue Blätter bilden. Zur näheren Beobachtung. Die Parasiten und das spinnenähnliche Aussehen erklären die Fähigkeit, sich explosionsartig zu verbreiten. Die Hypothese wird bestätigt durch die Präsenz eines überdimensionierten unterirdischen Ausläufers, der für die starke Vermehrung sorgt. Detaillierte Untersuchung der Knospen. Die Knospen zeigen eine erstaunliche Keimfähigkeit. 100 von Linien am Ansatz belegen, dass die Spezies äußerst langlebig ist. Schnitt durch das Leitgewebe. Die Röhren sind völlig trocken, keine Anzeichen von Feuchtigkeit. Wie werden diese Chlorophyllzellen mit Feuchtigkeit versorgt? Die freigesetzte schwarze Substanz stammt aus Drüsen an der Wurzel und wirkt giftig auf die biologische Umgebung. In einer dunkel-hell-dunkel-Sequenz werden Schwankungen in der Sauerstoffkonzentration beobachtet.
unabhängig davon, ob DCPIP vorhanden ist oder nicht. Die Pflanze reagiert besonders empfindlich auf Lichteinwirkung. Sie fürchtet das Licht. Diese Pflanze verstößt buchstäblich gegen alle Regeln der Botanik. Die Molekularanalyse zeigt genetische Verbindungen durch das Moriphilia als nicht rekombinierbares Isolat auf Genebene definiert werden kann. Dies bedeutet, dass das Genmaterial nicht auf sexuellem Wege übertragen wird, sondern auf parasexuellem Wege. Ich habe ein Experiment durchgeführt, bei dem ein transienter diploider Knoten entstand. In diesem Knoten fand ein Faktorenaustausch bei der Zellteilung in zeitlich großen Abständen statt. Der Pleiodoknoten wandelt sich dann durch Verlust von Chromosomen eigenständig in einen Haploidenknoten. Um mit diesem System können zwei individuelle Spezies genetisches Material austauschen. Schlussfolgerung: Es steht fest, dass Moriphilia anormale Eigenschaften besitzt. Ungeachtet der unglaublichen Langlebigkeit ist diese Pflanze besonders kreuzungsfreudig. Die Forschungen müssen fortgesetzt und der Genotyp dieser Zellen muss ausführlich untersucht werden. Alter. Also auf gut Deutsch, irgendwas mit Pflanzen, bla bla, und das ergibt diese Monster, bla bla. Das ist Schwefelsäure. Puh, ich pass besser auf. Es ist Schwefelsäure, ich pass besser auf, irgendwas fällt um. Dass wir irgendwo zumindest. Kann ich ihm den Energy Drink nicht geben? Nee, kann ich nicht. Dass wir zumindest noch den Leiter der Schule finden. Das Schloss ist ein Kinderspiel. Eine Waffe. Das verbessert unsere Chancen. So, Munition. Könntest du bitte channeln? Danke, jetzt Spiel. Jetzt habe ich... Oh, nice, geht. Ich habe die Nachladeanimation gar nicht mehr so cool in Erinnerung. Lampe kombinieren mit Pistole. Wenn ich drüber nachdenke, ich muss mir das mal angucken, ob das überhaupt machbar ist, weil... Hier gibt's nichts mehr zu holen. Weil, wenn ich eine Lampe auf eine Pistole klebe, blockiert ja den Schlitten praktisch. Bei dem Rückstoß wird der Schlitten wahrscheinlich so stark nach hinten geschleudert, dass es die Lampe rausreißen wird, aber es ist trotzdem ein bisschen merkwürdig. Stan, was machst du denn hier? Oh, nichts Wichtiges. Ich ändere nur meine Noten. Für einen Fuffi kann das jeder andere von mir auch haben. Hey. Hör auf mit dem Scheiß, okay? Und hier, was macht ihr hier? Was geht bei euch ab? Hast du es nicht gesehen? In den Fluren? Diese ganzen Monster überall? Die reinste Hölle. Wow, was immer ihr geraucht habt, macht das nie wieder. Aber jetzt sag nicht, du hättest nichts gesehen. Hast du denn nichts Seltsames bemerkt? Alles an dieser Schule ist irgendwie seltsam. Und woher kommen dann die Geräusche? Das ist nicht lustig, wir finden Kenny nicht. Was? Ihr nehmt mich doch auf den Arm. Sogar Mr. Walden wurde verletzt. Er musste auf die Krankenstation. Wir sitzen hier fest. Wir müssen Friedman informieren, damit er uns hier rausholt. Wow, langsam wird die Story interessant. Okay, ich bin dabei. Aber wehe, ich werde verarscht. Ich habe hier 3 Pappbecher. Die müssten doch reichen. So.
Das Schloss ist ein Kinderspiel. Ja, das Schloss ist ein Kinderspiel. Ich habe aber kein Draht. Hier ist noch was zu erledigen. Ganz kurz gucken, was kann ich denn? Stan kann Schlösser knacken. Okay, ich gehe mit dir. Das Schloss ist ein Kinderspiel, das kriege ich hin. Ach so. Sollte kein Problem für mich sein. Ah. Okay, ich bin direkt hinter dir. Ah. Das ist gut. Oh. Ich habe die Drahtrolle doch dabei. Der ist viel schneller als ich. Aber auch schön, dass die KI einen den halt beschützt. Seltsames Verschwinden. Ja. Ich gehe zum Treffpunkt. Es ist ja stockdunkel. Ich gehe jetzt noch ganz schnell nach oben. Das war, wo musste ich denn? Musste ich fahren? Ich fühle mich super. Dann gehen wir jetzt noch ganz schnell nach oben. Und zwar diesen Plastikbecher. Schnell! Der Becher ist gleich weg. Kurz anmerken, es geht halt praktisch darum, dass wir ganz schnell nach ganz oben kommen. Und der interessante Fakt hierbei ist, ich verstehe nicht, warum sie nicht einfach mehrere Fabrikate auf einmal nehmen. Es klappt! Dass sie die ineinander stecken. Das habe ich damals schon nicht verstanden. Na, dann sehen wir uns hier mal um. Ja, wir hängen besser nicht länger hier rum. Sieht so aus, als ob wir Friedman wohl doch nicht mehr finden werden. Aber es wird immer noch angezeigt. Hallo? Okay, ich hab's verstanden.
Das kriege ich auf. Dann sehen wir uns hier mal um. Geschlossene Tür. Ach, hier. Natürlich, den Raum, den ich suche, da ist ein großes Plakat dran. Mr. Friedman? Sind Sie hier irgendwo? Bibliothek. Nice. Okay. Dann sehen wir uns mal um. Heute um 17.38 Uhr. Hallo, Mrs. Smith? Hier ist Miss Wilson. Würden Sie Mr. Friedman ausrichten? Er möchte mich so schnell wie möglich aufsuchen. Es ist ein Notfall. Ich kann nicht aus der Krankenstation weg. Er soll sich beeilen. Danke. Heute um 18.50 Uhr. Herbert, wenn du da bist, nimm ab. Bitte. Komm schnell. Ich weiß nicht, was hier vor sich geht, aber ich glaube, es hat mit den Experimenten zu tun. Ich habe mehrere Schüler gesehen, die... Naja, es ist wirklich schlimm. Komm schnell. Oh nein. Sehen wir uns mal um. Das klingt gesund. Das ist unser Rektor in jüngerer und in doppelter Ausführung. Ich wusste nicht, dass er einen Zwillingsbruder hat. Sehen wir uns mal um. Auf dieser Karte sind zwei leere Stellen. Friedmans Karte fehlt irgendwas. Ja. Nein. So. Das sieht so aus, als ob Josh tot ist. Das ist ärgerlich. Sehen wir uns mal um. Das ist sehr ärgerlich. Kein Problem für mich. Das Schloss ist ein Kinderspiel. Das ist sehr weit über Ziel. Natürlich kommt es nach. Natürlich jetzt, wo ich Josh nicht mehr habe. Sehen wir uns mal.
runter? Komme ich hier irgendwo runter? Höchstens da hinten. Naja, bevor ich das Ganze noch weiter überziehe, weil eigentlich wollte ich die Halloween-Episoden ja kurz halten, aber wir sind ja schon wieder bei 36 Minuten plus die eine Minute, die ich den Timer nicht anhatte wahrscheinlich. Lassen wir das jetzt mal. Shannon wird sonst nachher noch drauf gehen. Dementsprechend sage ich mal bis zur nächsten Halloween-Episode und bis dahin. Ich hoffe, es hat euch gefallen.